eine Woche in der Wildnis und das sind meine 10 Erkenntnisse, die ich daraus gewonnen habe. Ganz wichtigste Erkenntnis, die habt ihr fast in jedem Video gesehen während der Wanderung, nie wieder festes Schuhwerk. Das für mich persönlich der schlechteste Ratschlag, den man jemandem geben kann, ist, zieh festes Schuhwerk an. Es macht dich so unflexibel, deine Füße können nicht atmen und du hast immer das Potenzial, durch Reibung oder durch falsche Belastung Blasen zu bekommen. Und von daher meine erste Erkenntnis, nie wieder festes Schuhwerk. Die zweite Erkenntnis ist, dass so eine Umstellung von einer, ich sag mal, Bürotätigkeit oder einer geistigen Tätigkeit zu einem solch derartigen, wirklich körperlich richtig, richtig anstrengenden Marsch dauert immer so seine 3, 4 Tage. Ihr habt es auch gesehen, das war auch bei der ersten Wanderung letztes Jahr so, die ersten 3 Tage, 4 Tage sind fast nur Leid und man muss sich erstmal eingrooven und dann wird es besser. Das ist meine zweite Erkenntnis. Die Umstellung, wenn ihr irgendetwas Neues anfangt, was eine ganz andere Belastung hat, insbesondere jetzt körperlich, dann dauert es einfach seine Zeit. Ist ganz normal, aber es wurde mir nochmal in Erinnerung gerufen. Und ganz konkret halt, wenn ich so eine Wanderung mache, dann muss ich davon ausgehen, dass die ersten 3 Tage sehr, sehr hart werden. Die nächste Erkenntnis ist natürlich, was meine Kapazitäten sind, was kann ich leisten. Und ja, das sind 30 Kilometer am Tag. Da sind wir im Schnitt gelaufen. Wir sind insgesamt 178 Kilometer gelaufen in 6 Tagen. Und ja, das sind ungefähr 29,66 Periode 6. Also genau 29,66 Periode 6 Kilometer. Und wir sind einmal über 40 Kilometer gelaufen und das war echt schon heftig. Und das glaube ich nicht, dass wir das jeden Tag oder dass ich das jeden Tag schaffen könnte. 30 Kilometer am Tag ist, glaube ich, eine gute Richtschnur mit maximal 20 Kilo Gepäck, was man schaffen kann. Dazu muss man natürlich noch sagen, dass ich mit Sicherheit nicht zu den leistungsfähigsten Menschen zähle, aufgrund dessen, dass mein eines Knie zertrümmert ist, ich einen Bandscheibenvorfall habe und ich quasi mit meinen Füßen 2, 3 Tage einfach mehr gehumpelt als gewandert bin. Und von daher denke ich, für einen gesunden Menschen sind 40 Kilometer am Tag sicherlich kein Problem. Für mich, und das ist eben auch wichtig für weitere Planung und neue Wanderung, 30 Kilometer am Tag, da hat man noch Spaß, das ist alles gut und maximal 20 Kilo Gepäck. Dazu zählt aber auch das Trinken und das Essen. Und von daher denke ich mal 15 Kilogramm Gepäck so und ja, alles was dann drüber geht an Nahrung und Essen sollte 5 Kilo nicht übersteigen. Das ist sozusagen dann meine dritte Erkenntnis. Meine vierte Erkenntnis ist, dass ich die Regeneration in der Natur, dass sich diese Regeneration irgendwie intensiver und besser anfühlt. Ich weiß, bei vielen Krankheiten wird gesagt, leg dich hin, kurier dich aus. Bestes Beispiel war meine Zehe. Ich habe eine Blase gehabt und die Zehe, ihr habt sicherlich die Videos gesehen, hat ganz schön gelitten. Aber so schnell wie es regeneriert ist, da konnte man stundenweise zugucken und ihr habt teilweise auch zugeguckt. Sicherlich manchmal vielleicht ein bisschen angeekelt oder sowas, aber das zählt einfach dazu zu so einer Wanderung, auch die körperlichen Belastungen und auch wie man damit umgeht, wenn man eine Blase hat und was man tun kann. Und das war eine Erkenntnis, dass in der Natur, im Tun, man oft besser regeneriert, als wenn man gar nichts tut und sich schont. Ganz, ganz wichtige Erkenntnis und auch eine Sache, die ich viel intensiver auch bei anderen Sachen, die mir begegnen werden, ja, im Fokus haben werde. Die fünfte Erkenntnis ist eine sehr, sehr angenehme Erkenntnis. Denn diese Erkenntnis ist, dass eine gute Ausrüstung nicht teuer sein muss. Es ist wie bei so vielen Dingen im Leben, dass man, wenn man ein paar Euro mehr bezahlt, ganz am Anfang, es gibt so das Billigsegment und dann gibt es für ein paar Euro mehr so das bessere Segment und das ist dann quasi so eine Kurve, die, wie soll ich euch am besten, vielleicht male ich euch das einfach mal auf. So, also das ist quasi der Nutzen, den man hat. Und das ist
das Geld, was man. Ja, andersrum. Muss gerade mal selber gucken, ich spiele das Spiegel verkehrt. Die Kurve ist auf jeden Fall so, das kann ich schon mal sagen. Das heißt, wenn man. Ich krieg's nicht hin. Was ich damit sagen will, ist, dass man am Anfang für jeden Euro, den man sozusagen mehr bezahlt im unteren Preissegment, durchaus Qualität bekommt, aber dann ab einem gewissen Punkt man einfach nur irgendwelche Marken bezahlt oder so minimale Verbesserungen extrem teuer bezahlt. Und das habe ich auch gemerkt. Ich habe in einem Zelt geschlafen, das kostet 20 Euro und es war kalt, es waren Minusgrade, es war Sturm, es war Regen und es ist möglich. Es ist möglich, darin zu übernachten für 20 Euro und das finde ich fantastisch. Und ich denke, so ein richtig regensicheres Zelt, wo wirklich kein Tropfen reinkommt, auch bei langem Regen und in sich auch keine Kondensflüssigkeit bildet. Entweder gibt es das nicht, ich habe es zumindest noch nie erlebt, oder es kostet dann weit mehr als 300-400 Euro. Weil alle Zelte, in denen ich bisher war, entweder zu Gast oder selber, da hat sich immer, wenn es draußen feucht war, wenn du und auch der Temperaturunterschied groß war, rein physikalisch schon, das passiert ja hier auch bei dem Fenster, dass sich dann innen Kondenswasser bildet. Und von daher, gute Ausrüstung muss nicht teuer sein, aber die billigste Ausrüstung muss auch nicht immer die beste sein, logischerweise. Aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Weiterhin, sechste Erkenntnis. Funktionale Ausrüstung ist das Wichtigste. Keine Optik, es gibt so viele schöne Sachen, die ich gerne tragen würde. Beim Wandern zählt es nur Funktionalität. Egal ob du aussiehst, wenn du es dir nicht anders leisten kannst, wie irgendwelche Bundeswehr-Sachen, also irgendwelche Kriegsoutfits oder irgendwelche komischen Farben oder was auch immer, ist total scheißegal, wie du aussiehst. Hauptsache funktional. Und meiner Meinung nach besser, umso greller, umso besser du gesehen wirst, umso besser ist das. Das Zelt muss vielleicht nicht unbedingt grell sein, weil Wildcampen ist in Deutschland ja nicht erlaubt. Aber ja, beim Schnee und beim Regen draußen und bei der Kälte ist sowieso niemand draußen. Aber im Sommer sieht das schon anders aus. Da sollte man vielleicht auf dezente Farben achten. Die siebte Erkenntnis ist, der Körper ist viel belastbarer als man denkt. Ich habe mir ganz, ganz viele Gedanken gemacht im Vorfeld der Wanderung. Und ja, ich hatte am Hals, ich hatte Angina und wie gesagt, was ich schon gesagt habe, mein Rücken, meine Knie, all das, habe ich mir Gedanken gemacht und klar, das ist am Anfang weh, aber der Körper, das ist Wahnsinn. Der Körper, der groovt sich da ein und es ist einfach nur eine Wonne, den Körper bei der Arbeit zu sehen. Und das ist auf jeden Fall meine siebte Erkenntnis, dass der Körper, wenn man ihn fordert, das auch mitträgt oder die Ziele mitträgt. Viele unterschätzen sich, glaube ich, gerade was körperliche Belastbarkeit angeht. Im Vorfeld haben einige gesagt, warum tust du dir das an? Warum läufst du bei derartigen Temperaturen, bei derartigen schlechten Konditionen raus? Habe auch nicht trainiert vorher. 3-4 Tage Umstellung, dritte Erkenntnis. Plus, der Körper ist viel belastbarer, als man denkt. Weiterhin die achte Erkenntnis, nichts Neues für jeden von euch, aber immer mal wieder ins Gedächtnis gerufen, Theorie versus Praxis. Man macht sich sehr viele Gedanken, man malt sich gewisse Szenarien aus und man überdenkt oder denkt sich Probleme und wie man sie löst und die Praxis ist immer wieder ganz, ganz anders und man sollte gar nicht so viel denken, sondern einfach tun, viele Erfahrungen sammeln und die Erfahrung, die man dabei auch immer wieder eben sammelt, das ist meine achte Erfahrung, meine achte Erkenntnis, dass man sich quasi gar nicht auf verschiedene Sachen vorbereiten kann, weil sie so individuell und so speziell sind und auch in der Kombination, gerade was Wetter angeht, ja einfach nicht, kann man sich nicht vorbereiten. Zumindest wenn man nur 10 bis 15 Kilo an Gepäck mitnehmen möchte. Ja, die neunte Erkenntnis, die Bedürfnisse, die ein Mensch hat. Es ist nichts Neues für alle von uns, die diesen Kanal so ein bisschen bewusst und noch längerfristig schon verfolgen. Die sind absolut individuell und beliebig verschiebbar. Wenn du draußen eine Woche in der Wildnis bist, und also Wildnis in Deutschland, ne, kommt noch dazu, aber schon allein in Deutschland, wenn du
halt einem einen ganzen Tag eben nur durch den Wald läufst oder auch neben nur an den Feldern, also bei der Bundesstraße einfach da lang läufst, da keine Häuser sind oder gar nichts und wo du hingehen kannst. Die Bedürfnisse oder die Unannehmlichkeiten, die man so manchmal am Tag spürt oder im Leben. Sowas wie, boah, ich habe jetzt meinen Job verloren oder boah, die Beziehung ist zu Ende und solche Dinge. Das sind Dinge, das relativiert sich so dermaßen auf so einer Wanderung. Da geht es wirklich nur darum, Sicherheit. Aber nicht Sicherheit mit im Sinne von Versicherung, wenn ich mal irgendwann alt bin oder irgendwelche, was wir als Sicherheit haben wollen oder Sicherheit im Job oder sowas, sondern wirklich Sicherheit, Überleben. Darum geht's. Ja? Und wir sind dann hier in Deutschland noch in einer sehr komfortablen Situation, dass wir hier vielleicht ein paar Wölfe haben, die ihn wahrscheinlich nicht angreifen. Ich glaube nicht mal, dass wir groß Bären haben, aber es ist einfach auch die Kälte oder du brichst dir mal was und du kannst nirgendwo jemanden zu Hilfe rufen. Deswegen ist es auch immer schön, wenn man zu zweit geht, aber halt Sicherheit ist ein Bedürfnis und natürlich auch Hunger gar nicht mal so sehr. Aber Durst. Durst ist ein Bedürfnis. Das ist wirklich. Deswegen, ich habe immer den Livestream mit. Ich verlinke den euch auch nochmal unten. Das ist meine Rettung, weil da kann ich aus jeder Pfütze, aus jedem stehenden Tümpel, aus allem Möglichen. Ich habe aus dem Rhein getrunken, ich habe aus der Elbe getrunken, ist nichts passiert. Der Livestore ist absoluter Retter. Und ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber wenn man einen Livestore kauft, dann ist es so, dass in Afrika ein Kind auch einen Livestore bekommt und dort halt eben sein Leben für ein Jahr gesichert ist, was sauberes Wasser angeht. Und von daher meine absolute Empfehlung, den Livestore zu kaufen. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Voriges Jahr, wo ich den gekauft habe, war das noch so. Ja, also die Bedürfnisse werden zurechtgeschoben. Das ist die 9. Erkenntnis. Und die 10. Erkenntnis, der Respekt vor Wildtieren ist extrem gestiegen. Im Sommer unterwegs zu sein, klar, ist auch belastbar, ne? Habt ihr ja gesehen. Aber im Winter, da draußen, im Wald. Also, fetten Respekt an jedes Wildschwein und an jedes Reh, was sich da irgendwie noch in deutschen Wäldern tummelt, noch an die Kleintiere, ne? Die kleinen Spinnen, an die kleinen, ja, Insekten, die dann unterm Laub noch sind. Also es ist echt Wahnsinn. Es ist echt Wahnsinn, wie diese Wildtiere. Und dann jagen wir sie noch, weil sie irgendwie zu viel sind und oder was auch immer wir Wildschweinfleisch haben wollen. Oder, also diese Tiere. Die leben unter Umständen, die sind brachial da draußen, die sind absolut brachial, gerade im Winter. Und dann werden sie noch gejagt. Und ich habe so großen Respekt vor Wildtieren bekommen, dass ich das auch irgendwie für mich visualisieren möchte. Das heißt, ich möchte mir vielleicht ein Bild malen mit einem Wildschwein oder irgendwie ein Bild ausdrucken oder irgendwie sowas, weil ich bin absoluter, ich würde sagen, Fan oder wie man das ausdrücken soll. Ich habe einfach so einen Wahnsinns Respekt und so eine Demut bekommen. Und diese Wildtiere, ich sehe die in so einem Licht, das ist für mich wie so eine Gottheit. Ne? Wir als Mensch sind so lächerlich. Wenn wir nicht nach Desathlon gehen können, uns irgendwo im Outdoor-Laden ausrüsten können, wenn wir uns nackt in den Wald im Winter, wenn wir uns da reinstecken, ne? Und wir haben keine Zivilisation oder wo wir irgendwie hingehen können, wir machen es da nicht lange. Ne? Und die Tiere, die schaffen es einfach. Ja. Und deswegen großen Respekt und das ist meine 10. und ja, auch glaube ich, neueste Erkenntnis, weil so habe ich das bisher nicht gesehen. Und ich hatte Kontakt, also direkten Kontakt mit Wildtieren hatte ich nicht. Ich hatte in einer Nacht draußen mal was gehört, was vor dem Zelt geschart ist. Dann habe ich den Namen von Cecile gerufen und dann ist das weggelaufen, was auch immer das war. Ansonsten halt nur diese kleinen Spinnen und alles, was so unterm Laub war. Aber selbst da, wenn man das Laub wegmacht und die sieht und ja, wie sie dann sofort weg ist, macht das Laub dann wieder drauf, damit sie es wieder gut haben. Ja, das hat sich bei mir eingebrannt als Erkenntnis. Ja, das sind die 10 Erkenntnisse nach einer Woche im Winter in Deutschland draußen. Und ich möchte einfach kurz und schmerzlos halten. Bin gespannt auf eure Kommentare, auf eure Erfahrungen, ob ihr auch schon im Winter draußen kampiert habt und ja, vielleicht auch gelebt habt. Würde mich sehr über den Austausch freuen. Alles Liebe, bis morgen, euer Christian.